Okay, Leute, es geht weiter. Ach ja, ich habe kurz mit ihr geredet ausgesehen und ich habe von ihr ein Allheilmittel bekommen. Nur kurz anzumerken. Und wegen Devil Inside wollte ihr ja unbedingt, dass ich die ganzen Schlüsselschwerter zeige. Werde ich auch, aber viel, viel später, wenn die Zeit reif ist. Wenn ich so fast am Ende bin, werde ich alle Schlüsselschwert zeigen. Bodenkombos. Ja, klingt eigentlich geil, aber Luftkombos gefällt mir mehr. Magie, sehr große Stärke, Wildnismod, schweren Schaden. Ja, klingt eigentlich schon geil, aber komm, ich probiere einfach mal aus. Ich werde nicht jedes Mal mit dem gleichen Schwert hier rumlaufen. So. Und welche soll ich nehmen? Vielleicht eine Magie nehmen. Wildnismod, Hebemod. Komm, Wildnis. Ach so. Okay. Für mich sind versteckte Fähigkeit und Energieeinheit. So. Versteckte Fähigkeit ist welche? Die kann man auch gleich hier sehen. Okay, da ist keine versteckte Fähigkeit dann. Scheiße, aber egal. Ach ja, ich habe eine Stufe ja abgenommen. Das mache ich dann sofort wieder rein. Ach ja, es gibt ja Herausforderungen, die man ja gesammelt hat, wenn man diese komischen Qual-Abzeichen hat. Die werde ich fast am Ende machen, bevor ich gegen den Endboss kämpfe, und mein Schlüsselschwert sieht doch mal Hammer aus. Und die ganzen Holo-Missionen werde ich auch noch alles nachmachen. Also ganzen Schatz tun. Aber momentan holen wir uns mal die nächste Story. Entweder ihr zwei erledigt die Arbeit von drei oder diese Abmachung hat ein Ende. Geht klasse, Hikes meine ich, verdammte Scheiße. So. Diesmal schätzen wir anhand deiner Manöver. Ja, du kannst alle im Sinne, wenn du diese Bewegungsfähigkeiten voll ausschöpfst. Ja, voll ausschöpfen. Geht klar, aber ich brauche dafür ein paar Fähigkeiten, die man erst viel später im Spiel bekommt. Okay. Ich habe das mal kurz schon angespielt, um die ganzen Sachen zu finden. Hallo. So ein Dummkopf. Egal, so. Dann hier runter. Ich kriege sowieso nicht alle, aber ich versuche jetzt mal wirklich alle da irgendwie hinzubekommen. Man kriegt mehr Punkte, wenn das noch leuchtet. Vielleicht schaffe ich ja die 100%, aber vielleicht nur. Die Gegner töte ich nebenbei dann, wenn die mir irgendwie herkommen. Okay, das war's. Shion kannst du ruhig angreifen. Oh. Egal, sie wurde getroffen, nicht ich. Das ist mir eigentlich momentan auch egal dann. Obwohl ich sie mag. So. Steuerung. Okay, ich hab bald. Okay, ich krieg sowieso nicht alle. Ein paar sind irgendwo richtig in der Luft. Man muss. Ja, seht ihr, wie hoch. Wie soll ich da hochkommen? Kann mir das einer irgendwie mal erklären, wie ich da hochkommen soll? Nein, ich kann es halt nicht. Aber doch, dieses Spiel verlangt ja, dass ich jetzt am Anfang des Spiels schon irgendwie diese Fähigkeit schon entwickelt habe. Ja, fick dich. Das ist so viele Slowdowns. Nicht gut. Hier war doch auch noch ein, das habe ich doch gesehen. Ah, da. Oh. Hier. Komplett. Aber es gibt ja noch ein paar. Aber es bringt eigentlich gar nichts, jetzt sie zu sammeln, weil. Pff. Hallo? Was bringt mir das? Ich kriege sowieso nicht alle. Aber ich mache wenigstens. Seht ihr, das eins ist da oben. Wie soll ich da hochkommen? Keine Ahnung, aber dieses Spiel verlangt es halt. Ich wusste, dass hier die nächste Truhe war. Pyrosplitter, okay. Ich sammle das auch jetzt nicht weiter. Ich mache jetzt nur die kurz die Kacken hier. Komm, ich will mal das Schlüsselschwert. Ach du heilige Scheiße. Ey, die Reichweite ist der Hammer.
Das ist ja mal Hammer. Gut, gut. Und die Truhe jetzt auch öffnen. Ach, das Abzeichen möchte ich auch eigentlich auch haben. Gab es nur dieses eine Abzeichen? Bestimmt nicht. Ich habe bestimmt noch andere Abzeichen. Das Schlüsselschwert ist geil. War das das einzige? Die anderen sind da oben. Egal, ich weiß nicht, wie das Spiel von mir verlangt, das da hochzukommen, aber... Naja, wenn es meint, wenn es meint. Naja, es geht einfach mal jetzt zurück und wir haben die Mission dann auch erledigt. Nicht komplett, also nicht 100%, aber was soll man machen? Man kriegt das halt nicht 100%, erst später im Spiel, erst später im Spiel. Tag 76. In Weiß. Okay. Speichern wir das ab. Das Schlüsselschwert geht ja richtig ab hier. So. Und sagst du immer noch, dass ich weggehen soll? Zwei Mitglieder auf einer Mission. Was für eine Verschwendung. Ja, halt's Maul. Los geht's, Roxas. Was hat der Mogri zu sagen? Kaufen? Was kann ich bei dir kaufen denn? Was kann ich bei dir schmieden? Rollattacke Stufe. Achso, Purzelbomb. Dafür brauche ich noch zwei Combo-Tags, zwei Energie-Tags und eine Premium-Kugel. Magischer Ring, feucht. Nicht feuchter. Oh, was habe ich wieder mit diesen perversen Sprüchen? EP 20, Apfelkrit 20. Ja, okay. Feuerwiderstand. Ich könnte eigentlich genügend davon machen. Jeweils eines davon. Kann man ja nie wissen, wann man das gebrauchen kann. Und zur nächsten Mission. Also zur nächsten Nebenmission, genau gesagt. Okay. Ich weiß, dass ich nicht komplett habe. Finde ich die Schattenflecke. Wie viel Zauber habe ich? Das muss ich jetzt wissen. Weil ich weiß, paar von denen so richtig kacke versteckt. Ich habe zu viel Vita. So, so und so. Ich brauche mehr Feuer drin. Und hier hin und auch da oben hin und einmal Eis oder Vita kann man gebrauchen, Vita. Und hier rein. Okay, das haben wir dann auch geklärt. Und sehen wir mal, was er zu sagen hat. Finde ich die Schattenflecke. Agama wurde von Schattenflecken überrannt. Sie werden zwar momentan als harmlos angesehen. Ja, das habe ich schon bei Twilight Town erfahren, die sie harmlos anscheinend sind, aber... Ich weiß gar nicht, im Spiel habe ich nie rausgefunden, was das für einen Zweck hat, diese Schattenflecke. Wie viele Truhen gibt es hier? 6 Stück. Sind noch welche in den alten Ruinen? Keine Gegner, okay. Okay. Und da ist eins. Okay, da muss ich da von oben hin. Ich glaube, ich habe mich nie 100% geholt von den Schattenflecken. Ach, verdammt, Mann. Verdammt. Wieso ist auf einmal wieder so langsam? Okay, das ist nicht so langsam, aber trotzdem, das nervt auch. Ja, fette Wampe. Komm, greif an mit Feuer. Greif jetzt an mit Feuer. Egal, greif sie schon an. Mir ist egal. Nimm mich nicht an, greif. Sie stirbt ja sowieso nicht dran. Wenn sie stirbt, dann wird sie sowieso wiederbelebt. Von selbst aus kann sie sich wiederbeleben. Okay. Dicke Wampe. Kann's irgendwie nicht. Früher habe ich die viel schwerer in Erinnerung. Komm. Fette Wampe kann einfach nichts. Okay, dann haben wir das auch. Wieso noch eins von denen?
Aber ich werde nicht den Feuerzauber benutzen. Nee, nee, nee. Den Feuerzauber brauche ich. Diese fette, fette Wampe. Ja, komm. Wen hast du getroffen? Achso, du hast sie getroffen. Abhauen? Ja, du bist ja so dämlich und springst auch nicht da rein. Wieso kannst du kein Feuer machen, wenn er auf dem Boden liegt? Ja, ist ja schön, dass du ein Hinterteil angreifst, aber greif lieber seinen Kopf an, das ist seine Schwachstelle. Er ist ich glaube, die Autowampe hier ist frauenfeindlich. Du greifst ganz nur Shion an. Ah, jetzt macht sie auf einmal. So. Zinatsplitter. Okay, ich hoffe mal, das war der letzte. Was wollt ihr eigentlich hier? Das Schlüsselschwert ist eigentlich heftig. Macht brutalen Schaden. Ich glaube, ich mache diese versteckte Fähigkeit gleich raus. Die bringt mir momentan nichts, weil dieses Schlüsselschwert hat keine versteckte Fähigkeit. Hallo? Danke. Irgendwas ist runtergefallen, aber momentan mir egal. Okay, dafür gibt es später eine Herausforderung, das heißt jetzt schon. Und Shion ist irgendwo am Arsch der Welt. Und stirbt. Dankeschön. Truhe. Ich werde erstmal diesen den Schattenfleck da kaputt machen. So, ist weg. Ich bin nie auf die Idee gekommen, früher irgendwie mit Magie das zu machen. Ich habe dann gedacht, komm, wozu habe ich die Fäuste denn? Dann benutze ich die auch mal. Verdammt, die kommen da hoch, oder was? Warte, was ist denn dieser... High Potion, okay, danke. Okay, dann gehen wir mal kurz... hier hoch. Seine Kombos macht er richtig lange hier mit dem Schlüsselschwert. Truhe, ich habe schon 3, also fehlen mir noch jetzt noch 3. Wo war das Ding nochmal? Achso, ich kann einfach hier runter. So, geklärt. Okay, es sind nicht so viele Schattenflecke, wenn ich bisher nur... Ich habe bisher, wie viel wir zerstört? 3 oder 2? So, und... Ach, hier, Großmäuler. Hallo, kommst mal. Okay, erstmal den Schattenfleck hier und. Irgendwie greifen sie nur meine Support-Charakter an. Naja, das ist deren Problem. Mir schadet es nicht. Nur die Support-Charakteren. Okay, das sind leichte Gegner. Also greife ich da eigentlich an. Die sind. Okay, das sind. Ich krieg alle Schattenflecke. Potion. So. Ey, das sind so wenige Schattenflecken. Okay. Ach komm. Aber ich vergesse dich einfach mal. Ihr könnt sowieso nichts. Egal, Shion greift einfach mal an. Ist ihr Problem. Okay, aber... Potion... Ist das der letzte? Ja, der letzte. Okay, dann haben wir das auch geklärt. Brabbelbrach oder wie die heißen, keine Ahnung. Nutzlose Charaktere. Ich hab es auch wieder mit dem Reden. Also nutzlose, herzlose. Aber wieso die jetzt auftauchen, aber nicht in Knimmerz 1 oder so? Keine Ahnung. Zurück zum Schloss. Und Level up. Nix Level up. Okay.
Tag 77. In Weiß. Nur 12 Minuten. Okay, und du? Los geht's, Roxas. Okay. Sykes, gib mir Aufgabe. Erkunde die Höhle in der Wüste. Das mache ich zuletzt, die mag ich, diese Welt. Sammle gemeinsam mit Shion Informationen über die Höhle in der Wüste. Nimm dich auch vor Feuerpflanzen in der Acht. Sieh dich in der Höhle in der Wüste um. Okay, das heißt wohl, ich brauche Eis. Tafeln. Ich brauche Eis. Aber ich habe nicht genügend Eis. So. So. Okay. Das reicht fürs Erste. Und komm, los geht's. Ich hätte fast die Welt da gemacht. Belohnung, ja, Smertsplitter und Eis. Okay, okay, okay. Okay, in der Wüste. Ach so. Damit ich das richtig ordne. Kommt da jetzt nicht dieser behinderte Gegner? Ach doch. Wir sollen diesmal also eine Höhle untersuchen? Genau, Axel und ich haben sie gefunden. In der Stadt ist ein geheimer Zugang. Wow, was, wie habt ihr sie gefunden? Wie habt ihr ihn gefunden? Reiner Zufall. Wir haben jemanden Verdächtigen gesehen. Axel meinte, wir sollten ihn beobachten. Und folgen. Und das hat euch zur Höhle geführt? Gut von Axel. Und bereit, der Sache nachzugehen? Ja, zur Geheimtür geht es. Da hinunter, komm. Okay. Erkunde die Wunderhöhle. Sie bleibt so viele Wunder. Und Herzlose? Nix Herzlose? Doch, Herzlose. Wieso habe ich nur gehofft, keine Herzlose hier zu treffen? Was ist da denn? Achso, doch. Ich dachte, das ist irgendwas Riesiges. Oh, leck mich doch. So. Hast du gerade mich mit Eis an... Achso, Shion war das, die mit Eis angegriffen hat. Ich dachte, dieser Schaller ruft Tanga. Tango meine ich. Tanga ist klar. Ja, ich töte mal alle Herzlosen. Das bringt mir auch viele Herzenspunkte. Also Herzen meine ich. Ich hab es auch wieder mit dem Reden. Ihr verdammten Spackos. Okay, geklärt. Geld, Money, Money. Shion brennt. Aha. Der Kollege Wunderhöhle geht klar. Es kommen Gegner. Es kommen Gegner. Es kommen Gegner. Es kommen Gegner. So, so, so. Okay. Du hast mich nicht getroffen, bist du irgendwie dämlich? Ich bin so in der Ecke eingeklemmt gewesen und er trifft mich nicht. So. Das ist wieder so langsam. Aber zurück. Nicht mehr so langsam. Wo bist du? Da bist du. So, weg. Ich habe sie gerade mal richtig weit nach vorne geschoben. Ja, heil dich nicht, du verdammter. So. Ja, wozu heilst du dich? Keiner hat dich angegriffen bisher. So, und... Triff, danke. Noch einer von denen. So, weg mit dir. Okay. So. Eine Truhe für mich. Da irgendwo noch eine Truhe. Nee, die anderen Truhen sind wohl in der Wunderhöhle. Ich muss auch gleich einen Cut wieder machen, aber ich erstmal diese ganzen Herzlosen. Nein! Oho, wir haben Gesellschaft. Bisschen Mobbing hier im Spiel. Herzlose! Was willst du tun? Was willst du unternehmen? Als hätten wir eine Wahl. Wir helfen den Affen. Räumen wir sie aus dem Weg. Alles klar. Der Schirm steht so cool. Selbst ohne Schlüsselschwert. Ich hasse diese Tangas.
So. Boah, langsam ist das. Ich glaube, ich muss halt gleich wieder was mit den Einstellungen machen. Wie viele wollen eigentlich noch kommen? Komm. Ey, wie viele gibt es denn von denen? Jetzt nur einer, oder? Ja, der da. Ja, der letzte. Das war aber richtig langsam. Affe, einfach wohl. Ihr. Von den Riesenaugen. Man in Black. Der Affe, den habe ich letztens auch mal gesehen. Hey Roxas, guck mal. Er hat Kacke gelassen. Grüne Kacke. Das muss er fallen gelassen haben. Wow, hat der sowas her? Wo hat er das her? Verdammt, was habe ich wieder? Was meinst du? Sollen wir es hier lassen? Mach, was du willst, Shion. Wenn du es nicht nimmst, wird es jemand anderes mitnehmen. Dann behalte ich es. Vielleicht erweist es sich als nützlich. Frauen mögen einfach glitzernde Sachen. Sie mögen es einfach. Und los geht's zur Wunderhöhle. Okay, auf zur Höhle. Okay. Aber da geht's im nächsten Part weiter. Tschüss.